kurz nach dem Abpfiff ein herzliches Willkommen zum 1889 FM Aftermatch Talk mit mir, der Daniel. Ich bin der Robert und wir haben hier das 0:1 des Jahres gegen den MSV Duisburg kommentiert. Ja, geil, oder? Aber irgendwie fühlt es sich gerade nicht nach Sieg an, sondern einfach nur nach brutaler Erleichterung. Ja, definitiv. Halbzeit 1 zusammengefasst. Ist ganz gut gelaufen mit den ein oder anderen Chancen. Halbzeit 2 war eigentlich von beiden Mannschaften richtig schlecht, das Spiel. Und ja, da hätten wir noch die eine oder andere Chance gehabt, auf 2-0 den Deckel zu erhöhen. Stattdessen muss man immer wieder nochmal zittern. Aber die Duisburger haben es dann auch nicht mehr irgendwie nicht zusammengebracht, uns eins einzuschenken. Ich fand es bis zum 1-0 eigentlich ein sehr illustres Spiel. Beide so ein bisschen ohne Abtasten, mit offenem Visier. Es gab zwar viele Ballverluste, aber auch viele Kombinationen, vor allem über die Außen und öfters mal Doppelpässe. Also mir hat es vom Fußballischen sehr gut gefallen. In der 4. Minute hat man auch schon die Chance mit Faber Flanke auf Kota. Kota mit dem Kopfball, Müller mit dem super Reflex. Dann gab es so ein bisschen diese Klopapier-DFL-Protestgeschichte. Da ist Duisburg ein bisschen besser rausgekommen. Da hatten sie dann eine große Chance, die sie nicht verwerten konnten. Aber später haben wir dann das 1:0 gemacht. Das ist dann aber schon die 35. Minute. Dazwischen ist gar nicht so viel passiert, sondern eigentlich ein bisschen hin und her geblänkelt. Bisschen besser die Duisburger teilweise, wir aber mit einem besseren Umschaltspiel, fand ich. Und dann ist es passiert, ich weiß gar nicht, wer den Ball zu Bulic durchgesteckt hat, der zieht einfach mal drauf. Ich würde sagen, Müller war noch mit den Fingerspitzen dran, lenkt ihn über den an Pfosten, der geht auf die gegenüberliegende Seite, Elias Huth läuft ein und haut das Ding dann rein, genau so, wie es ein Stürmer machen soll. Gibt wohl TV-Bilder, die zeigen, dass Huth da noch hauchdünn im Abseits war. Nehme ich mit. Man braucht auch mal Glück. Und ja, ich würde aber sagen, das 1-0 hat uns nicht so viel Sicherheit gebracht. Duisburg hat jetzt nicht aufgesteckt. Man hat bloß gemerkt, sie sind halt verunsichert und spielerisch nicht so auf der Höhe. Aber eigentlich hat sich Duisburg dann eine Zeit lang gefangen, bloß kurz vor der Pause hätte man nochmal in Führung gehen müssen. Also Schönfelder hatte da so ein, zwei Chancen. Was sagst du dazu? Und die Freistoßvarianten muss man vielleicht auch noch erwähnen in der ersten Halbzeit. Ja, Schönfelder, Salah haben dann auch mal den ein oder anderen Distanzschuss ausgepackt, auch mit viel Effet im Schuss mit drin, beim ja ein oder anderen Schuss. Wäre nur 2-3 Meter drin gewesen zu gehen oder sich vielleicht den Torwart besser auszugucken. Aber ja, da haben sie dann eben etwas für uns hastig abgeschlossen und haben entsprechend ja immer dann am Tor verzogen. Aber insgesamt die Chancen dann doch immer wieder mal genutzt. Die Freistoßvarianten, ja, du hast es angesprochen. Man hat gemerkt, es ist das ein oder andere ist einstudiert. Sie probieren da was, auch um die Abwehr dann im ersten zu verwirren. Das eine Mal hat es dann einmal nicht so ganz geklappt, da Ansbach und Geipel da im Zusammenspiel, da ja, hat es dann ein bisschen komisch ausgesehen, sagen wir jetzt einmal. Aber an sich waren es jetzt nicht ungefährlich, unsere Freistöße. Ja, fehlt vielleicht noch so richtig an die Abstimmung und oft landet es halt dann in den einlaufenden Spieler. Das kann man halt schwer trainieren, wie wer einläuft. Aber was sagst du zur zweiten Halbzeit? Da haben wir es gleich nach dem Anpfiff ein bisschen provoziert mit dem Freistoß von Knoll, genau 20 Meter vom Tor, also die perfekte Situation für Knoll. Ja, aber da muss man klar sagen, das ist dann noch fast schöner gehalten von Alex Weidinger, der seine Sache halt wirklich wieder sehr toll gemacht hat, das Ganze. Entsprechend ist halt auch wieder die Null gestanden, also den Freistoß von Knoll, sage ich jetzt mal, hält nicht jeder. Er hat ihn rausgefischt, hat ihn um den Pfosten gelenkt. Und ja, wer weiß, wenn dann Knoll den Ausgleich macht zu dem Zeitpunkt, wie sich das Spiel dann dreht. Ansonsten ist halt da immer wieder vieles ein bisschen so dahin geplätschert, auch dem, ja, den stärker werdenden Regen auch ein wenig geschuldet. Ja, und der Rasen ist halt echt durch. Also das ist schon übel teilweise, wie der Rasen da beieinander war.
aber offensichtlich für uns nicht der Riesennachteil und Duisburg ist da auch nicht in die Kombination gekommen. Wir hatten dann in der 67. Minute noch den Außenpfostenschuss, den du, glaube ich, kommentiert hast. Ja, war im Vorfeld schön durchkombiniert, dann ging es über, ja, zentral hinein und dann Heinhard könnte dann schon abschließen, hat sich gedacht, Ansbach hat dann nochmal die bessere Einschussmöglichkeit, war dann so 6-7 Meter Torentfernung und verzieht dann im Endeffekt, dass er somit nur den Außenpfosten dann getroffen hat und es hat dann einen Abstoß gegeben. Also da hätte man wirklich in der 67. dann schon den Deckel mit dem 2-0 machen können, weil ich glaube, dann wäre es auch für Duisburg irgendwo erledigt gewesen. Und dann werden die nicht mehr so rankommen. Aber so haben wir es halt im Nachgang betrachtet eigentlich ja über die komplette zweite Halbzeit richtig am Leben gehalten, die Duisburger. Ja, führte dann auch eben zu der Chance in der 89. Minute, wo eben ein Duisburger aus ähnlicher Position auf unser Tor köpfen konnte und auch den Außenposten so leicht getroffen hat. Ja. Davor war, glaube ich, der Ticker zeigt es gar nicht an, aber davor war auch so eine Chance, wo sie den Ball um Weidinger rumgelegt haben. Und da wäre er auch nicht mehr dran gekommen, aber der ging da auch einen halben Meter vorbei. So eine ähnliche Chance hat man, glaube ich, mit Eisenhut auch. Also es ist keine Großchance gewesen, aber schon gefährlich. Und aber dann in der 93. plus 3, das ist so typisch, ja, und wir hatten die Chance. Faber läuft alleine auf Torwart Müller zu, lässt sich aber dann von dem einsprintenden Duisburger ein bisschen nach außen treiben und dann wird die Winkel spitzer und spitzer und dann versucht er aufs lange Eck zu schieben. Müller mit einer perfekten Fußabwehr, kann auch nicht jeder Torhüter so, und klärt zur Ecke. Dann haben wir zwei Eckbälle, eine Minute noch zu gehen und den ersten machen wir recht relativ gut, Körper dazwischen, holen den zweiten Eckball raus und den zweiten Eckball verlieren wir so dilettantisch, dass wir in den riesen Konter reinlaufen, den gerade noch zu einem Eckball verteidigen. Der Eckball rutscht auch noch so ein bisschen durch, aber wir können ihn nach draußen verteidigen, Abpfiff. Aber es ist so klar, dass du als Jan nicht einfach diese Minute runterspielen kannst, wenn du noch eine Ecke hast, sondern in den Todeskonter reinläufst. Also das ist Wahnsinn. Früher, also wenn wir nicht in Aufstieg, also ich sag jetzt Aufstiegssaison, sorry, 12 Punkte Vorsprung. Aber zur Zeit läuft es halt einfach. Aber es gab Zeiten, da hast du dieses Tor noch kassiert und vielleicht sogar noch das Tor im Anstoß. Also es ist auch ein bisschen Dusel dabei, das muss man schon zugeben. Ja, also es wäre natürlich, wie du schon sagst, dann natürlich mit dem Abpfiff dann wieder den Ausgleich dazu zu kassieren, wäre natürlich mit das Bitterste gewesen, was uns hätte passieren können. Klar muss man sagen, die Duisburger haben am Ende mehr oder weniger 4 Stürmer im Einsatz gehabt, aber ja, im Vorfeld, das Ding musst du halt an der Ecke irgendwie behalten und nicht nochmal die Duisburger da einladen. Aber in dem Fall, ja, natürlich, wie man so schön sagt, wenn man oben dabei ist, dann gehen diese Chancen halt durch. Wir haben es letzte Saison in der zweiten Liga erlebt, da stehst du halt unten drin und dann kassierst halt dann nochmal so einen Ausgleich oder kriegst die Niederlage dann. Aber gerade im Moment läuft alles. Ich habe gesagt, wie gesagt, 12 Punkte Vorsprung. Also ich habe mich jetzt wieder total vertan, oder? Bin ich 41 zu 52, 11 Punkte. Entschuldigung. Ja, jetzt kommen aber zwei harte Gegner, wo du zumindest nicht verlieren solltest, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, nächsten Samstag um 2 dann bei uns zu Hause, da kommt die RWE, Rot-Weiß Essen dann bei uns. Die haben noch ein Spiel weniger. Bei uns zu Gast, genau. Die können sogar noch auf 10 Punkte herankommen. Deswegen nicht so sicher fühlen, weiter hamstern und ja, Defense wins Championships und die Null stand heute. Ja, und du sagst es, oder ja, wenn es da den Gegner dann anschließend geht es dann noch nach Sandhausen nach unserem nächsten Heimspiel. Und ja, die, glaube ich, sind jetzt auf die Saison gesehen auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dass da das ein oder andere noch kommt, dass die von unten schon noch Richtung Platz 1, 2, 3 dringen werden. Hoffen wir es mal nicht, aber so ein bisschen meine Einschätzung, die haben sie jetzt so gefangen zum Ende letzten Jahres und die, ja, sind, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Der Mahner hat gesprochen, wir übernachten in Duisburg, deswegen wird der Aftermatch Talk erst Montagabend veröffentlicht. Bis dahin habt ihr hoffentlich euren Rausch ausgeschlafen, wir auch. Und wir sehen uns im Stadion am Samstag. Bis dann, pfiat euch. Macht den Weg frei für Benny Soller, jetzt rechts wäre frei, jawohl, den sieht er, Konrad Faber flankt dann sofort in die Mitte, am zweiten Pfosten.
Und da ist Müller rechtzeitig noch zur Stelle. Ball bleibt heiß, Ball ist im 16er. Ansbach wäre es gewesen damit, der da frei auftaucht von Müller und der dann pariert. Trotzdem schaffen sie es jetzt gerade über rechts aus, durch unser Mittelfeld zu kombinieren. Jetzt kommt die Flanke, jetzt kommt der Kopfball und sehr gute Parade von Alex Weidinger. Bulic mit dem Seitenwechsel. Wir sind jetzt auf der rechten Seite. Faber natürlich unser Mann dafür. Geipel, Dreiecke mit Schönfelder. Schönfelder muss seinen Gegenspieler austanzen, schießt ihn aber an. Zweiter Ball landet bei Faber. Ein bisschen Glück haben wir jetzt auch in die Mitte. Durchgespielt auf Bulic. Bulic schießt und Pfosten. An den Innenpfosten. Das gibt's nicht. Nachschuss, Tor! Tor! Nachschuss, Tor! Zentrale Position und wir wissen, wer das kann. Ja, das, ich möchte es nicht verschreien, aber wir wissen leider, wer das kann in diesem Kader. Und das ist ein altbekannter, der über den kleinen Umweg St. Pauli in Duisburg gelandet ist. Marvin Knoll steht natürlich auch bereit und man darf ihn nicht so einladen. Sorry, dass ich das jetzt schon so verschreie, aber das ist dumm gewesen. Hoffen wir, dass er ungefähr so schießt wie Oskar Schönfelder in der ersten Halbzeit. Er läuft natürlich an, schießt direkt aufs Tor und Weidinger muss die Parade auspacken. Macht er auch, klärt zur Ecke, aber wir haben es alle gewusst und es war brutal gefährlich. Sehr stark von Alex Weidinger. Ja, es bietet sich keiner an, Weidinger weiß nicht wohin. Spielt ihn jetzt erstmal Chipball nach vorne. Stark abgelegt, komm. Durchgesteckt. Ja, Hein. Schuss. Bei. Tor, nee, kein Tor, sorry. Scheiße. Duisburg jetzt über die linke Seite. Wir haben es noch nicht geklärt, aber jetzt müssten wir durch die Mitte. Nee, da kommt der Duisburger noch hin. Und jetzt müssen wir, jawohl. Und jetzt ist es Conny Faber alleine auf Vincent Müller zulaufen. Ist schon Richtung 16er und jetzt mach ihn, Junge, nein! Beinabwehr, starkes Ding von Müller.